Engel, Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 10. Wer will Gott Weisheit lehren, die auch die Hohen richtet? Der eine stirbt frisch und gesund in allem Reichtum und voller Genüge. Sein Milchfass ist voll Milch und sein Gebein wird gemästet mit Mark. Der andere aber stirbt mit verbitterter Seele und hat nie vom Glück gekostet. Und doch liegen beide miteinander in der Erde und Gewürm deckt ihn zu. Hiob Kapitel 21, Verse 22 bis 26. Kleinere Bäume knickten ein wie Reisig, als der tonnenschwere Leib der Traumsaatkreatur wie ein Stein vom Himmel fiel und zwischen ihnen hindurchrauchte. Ariel, die inzwischen dicht am Geschehen war, sah ihre schlimmsten Ängste bestätigt. Auch im Tode hatte der geflügelte Dämon des Widersachers die Umklammerung seiner Zangen um den Leib Daniels nicht gelockert und riss den Ureliten, auf dessen Gesicht eine Maske des Entsetzens festgefroren war, mit sich. Adoniel hingegen kam durch den abrupten Sturz des Traumsaatdämons zwar von dessen Stachelschwanz frei, machte allerdings keinerlei Anstalten, sich in Sicherheit zu bringen. Ohne die mit seinem eigenen Blut und den Körpersäften des riesigen Libellenwesens bespritzten Schwingen auch nur im geringsten zu regen, stürzte er auch er haltlos der Erde entgegen. Rahel, Maloriel, ich brauche euch hier. Beeil dich, so gut du kannst, Wenzel, warf der silberhaarige Ramelit seinem menschlichen Ordensbruder rasch zu, als ihn der Ruf Ariels erreichte. Schließ schnell zu uns auf, es ist in deinem eigenen Interesse. Wenzel spielte für Sekundenbruchteile mit dem Gedanken, darauf hinzuweisen, dass auch er Schutz jetzt dringend benötigte. Doch obwohl er das Geschehen von ihrem Standort aus nur unvollkommen hatte verfolgen können, war dem Rameliten klar, dass etwas Schreckliches geschehen sein musste. Außerdem waren seine beiden Bewacher nach Maloriels knappen Worten sofort losgeflogen, so schnell sie es vermochten, ohne ihn noch eines Blickes zu würdigen. Also tat der Prager Gelehrte das Einzige, was ihm übrig blieb. Er raffte seine Robe, nahm die Beine in die Hand und rannte ihnen hinterher. Im Flug zog Maloriel seinen Dolch. Das tat er so gut wie nie, doch er war entschlossen, sich selbst mit dieser unzulänglichen Waffe der Traumsaat entgegenzustellen, um seine Schar zu schützen. Diese vier waren die einzigen, die er wirklich liebte und denen er traute. Mit zusammengekniffenen Lippen steigerte er sein Flugtempo an die Grenzen dessen, was zu leisten er imstande war. Er und Rahel schlossen zu Ariel auf. Die Michaelitin schwebte kreidebleich über einem Bereich des Blätterdachs am Wegesrand, der unschwer als Absturzstelle zu erkennen war. Rahel schlug bestürzt die Hände vors Gesicht. Der Traumsaatdämon hatte im Fallen eine regelrechte Schneise in den jungen Baumbestand des Waldes unter ihm gerissen. Da lag er nun und rührte sich nicht mehr. Schwarze, zähflüssige Säfte flossen an vielen Stellen aus seinem geborstenen Leib. Es sah aus, als sei ihm zusätzlich zu der Wunde, die Adonia ihn geschlagen hatte, auch seine eigene gewaltige Körpermasse beim Aufprall zum Verhängnis geworden. Ebenso reglos lag Adoniel ein paar Meter weiter, halb an einen Baum gelehnt. Sein Brustkorb sah aus, als sei er von innen heraus geborsten, und er war über und über mit Blut besudelt. Daniel hingegen war halb unter dem massigen Kopf der toten Kreatur begraben. Doch während die drei unverletzt gebliebenen Scharmitglieder noch vorsichtig kreisend das Ausmaß der Katastrophe abzuschätzen versuchten, ging ein Schaudern durch seinen Körper, und er machte Anstalten, sich zu drehen und unter dem Vieh herauszuwinden. »Er lebt!« Mit diesem spitzen Schrei schoss Rahel hinab zu ihrem Bruder, ihrem Freund. Maloriel war ebenso blitzschnell an ihrer Seite. Gemeinsam halfen sie Daniel unter dem Chitinschädel hervor. Sobald sie ihn herausgezogen hatten, sackte der Urilit keuchend zusammen. Sein Atem ging rasselnd. Sein Gewand war zerfetzt und Rahel erkannte eine Fraktur, wo seine Flügelknochen aus der Schulter ragte.
Daniel brauchte rasch Hilfe, denn es wäre nicht auszudenken, wenn er in dem, was sein ganzer Stolz war, dem Fliegen, behindert gewesen wäre. Entschlossen streckte die kleine silberhaarige Raphaelitin die Hand aus. »Nein, er wird leben, und du weißt es. Sieh nach Adoniel, er braucht dich dringender.« Rahel fuhr um zu Ariel, die inzwischen mit verschränkten Armen neben der toten Traumsaatkreatur stand. Ihr lodernder Blick begegnete dem Entgeisterten ihrer Raphaelitin. »Aber kümmere dich um Adoniel!« Mit einem letzten unschlüssigen Blick auf Daniel ließ Rahel den Ureliten, wo er war, liegend im Schoß Maloriels. Der hatte sich hingehockt und strich seinem verletzten Scharbruder das verschmitzte Haar aus der Stirn, das sich beim Kampf und Sturz aus seinem Zopf gelöst hatte, und murmelte beruhigend Unzusammenhängendes vor sich hin. Daniel sah zu ihm auf und schien etwas sagen zu wollen, doch blutiger Schaum bedeckte seine Lippen und er brachte nur ein heiseres Röcheln zustande. Mit 2, 3 raschen Schritten war Rahel bei Adoniel. Sie fiel neben dem Gabrieliten auf die Knie und berührte ohne jedes Zögern die grauenhafte Wunde in seinem Brustkorb und schloss die Augen. Sie setzte eine Macht ein, die der Herr ihr verliehen hatte. Ihr Blick schloss gleichsam durch den Leib ihres verletzten Scharbruders. In wenigen Augenblicken würde sie besser, als er selbst über seine Befindlichkeit Bescheid wissen. Diese Form der Diagnose war wie eine intime Berührung, inniger als alles andere, was Rahel je mit einem anderen Lebewesen geteilt hatte. Üblicherweise kamen selbst die Schwerverletzten, die sie mit ihrem sehenden Auge, wie ihre Lehrer diese Macht genannt hatten, betrachtete kurz zu sich, und es entstand ein Augenblick unvergleichlicher Verbundenheit. Nicht so bei Adoniel. Er regte sich nicht. Kälte war das Einzige, was Rahel empfand. Nach weniger als 20 Sekunden unterbrach sie den Körperkontakt und drehte sich, ohne sich aus ihrer knienden Stellung zu erheben, zu Ariel um. Ihr Blick war gehetzt und leer. »Was ist? Was hast du gesehen?« Die Wunde allein würde reichen, um ihn für Wochen kampfunfähig zu machen. Sie liegt jenseits meiner Heilkräfte. Rahel zögerte. »Aber da ist noch mehr. Ich spüre ein Gift der Traumsaat in seinem Körper, das ihn von innen zerfrisst. Er stirbt.« Für einige quälend lange Augenblicke schien die Zeit auf der kleinen Lichtung stillzustehen. Die drei Engel sahen einander an, wie erstarrt. Sie waren gelähmt vor Entsetzen. Dann reagierte Ariel, wie man es von einer geflügelten Dienerin des Michaels erwarten dürfte. Sie riss sich zusammen und begann im Geiste Gelerntes in die Tat umzusetzen. »Wir müssen handeln, Rahel. Wenn er jetzt jenseits deiner Kräfte ist, dann lass ihn. Tu für Daniel, was du tun kannst.« Die Raphaelitin war für einen Moment entsetzt über diese kühle, rationale Entscheidung, war aber im Grunde froh, dass ihr Ariel diese Verantwortung abnahm, und eilte zum Ureliten zurück. Während ihre heilenden Hände begannen, die Kraft des Herrn in den Leib ihres Scharbruders fließen zu lassen, wo sie eine zerquetschte Rippe zu richten begann, sah Ariel Maloriel an. »Wir brauchen Hilfe, Maloriel. Kannst du...« »Ja.« Mit einer fließenden Bewegung erhob sich der Ramelit, ging einige Schritte beiseite und senkte mit geschlossenen Augen den Kopf. Seine Gedanken sandten eine Botschaft an seine Ordensschwester, die er zusammen mit deren Schar am Morgen beim Aufbruch auf der Flugplattform gesehen hatte. »Xarael, es ist Maloriel, der zu dir spricht. Wir sind in Schwierigkeiten, ein Traumsaatangriff. Zwei meiner Scharbrüder sind schwer verletzt. Wir brauchen hier so viele Raphaeliten wie möglich, sonst stirbt unser Gabrielit. Wir sollen Flugtragen mitbringen und einige kräftige Urieliten oder Gabrieliten. Ich beschreibe dir jetzt, wo wir sind.«
Xarael, die gerade mit ihrer Schar beim Mittagsmahl saß, schob ihre Schale weg, lauschte der Stimme ihres Ordensbruders, die in ihren Gedanken erklang. Dann wechselte sie einige knappe Worte mit ihrem Michaeliten. Minuten darauf entwickelte sich im Himmel zu Roma Aeterna hektische Aktivität. Die nächste halbe Stunde war die längste in dem Leben der Schar. Dann blitzten im trüben Mittagslicht weiße Schwingen am Horizont auf. In Begleitung von 10 weiteren Engeln kam Xarael, um sie zu retten. Es handelte sich bei dem Trupp, den sie mitgebracht hatte, um 2 Raphaeliten, davon einer aus ihrer eigenen Schar, sowie je 4 Gabrieliten und Urieliten, die sich spontan bereit erklärt hatten, die Flugtragen die komplizierte Gerätschaften aus Stoff und Leder, Streifen, Seilen und Stäben, mit denen verletzten, flugunfähigen Engel transportiert werden konnten, zu transportieren. Auch hier waren die entsprechenden Schargeschwister Xarails mitbekommen. Als es endlich an der Zeit war, Daniel und Adoniel abzufliegen, war klar, dass der Urielit nicht nur lebte, sondern sich auch aus eigener Kraft zurück zum Himmel bewegen konnte. Adoniels Schicksal aber lag weiter in der Hand des Herrn. Als der Gabrielit die Augen aufschlug, war er zunächst nicht sicher, ob er noch lebte oder bereits tot war. Alles an seinem Leib war Schmerz. Das Atmen bereitete ihm Mühe. Zunächst glaubte Adoniel, er sei erblindet. Doch als seine Augen sich langsam an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannte der Gabrielit, dass es Nacht war und der Raum, in dem er sich befand, nur von einer einzelnen Kerze erleuchtet wurde. Er hing in einer Ruhevorrichtung für verletzte Engel, die diesen während der Genesung größtmögliche Bequemlichkeit verschaffen sollte. Seine Arme und Beine waren in Schlaufen arretiert, weil sonst bei einer unbedachten Bewegung im Schlaf oder in der Bewusstlosigkeit die Gefahr eines Sturzes bestanden hätte. Adoniel blinzelte, um seine Augen an die ungewohnte Umgebung und die Lichtverhältnisse zu gewöhnen. Dann sah er an sich herunter. Er trug nur einen Leinenrock, um der Schicklichkeit Genüge zu tun. Sein gesamter Oberkörper, der Ausgangspunkt des Großteils seiner Schmerzen, wie er jetzt gewahr wurde, war mit einem weißen, dick wattierten Verband umwickelt. »Ah, unser Patient ist wach«, sagte eine volltönende Stimme, als Adoniel den Kopf zu bewegen begann. »Das ist erfreulich.« Ein alter, hochgewachsener Mann trat unvermittelt in das Blickfeld des Gabrieliten und musterte ihn neugierig. Er war schlank, fast schon ausgemergelt, und ein dünner weißer Haarkranz zierte sein Haupt. Als er sich mit den typischen, vorsichtigen Bewegungen älterer Menschen einen Schemel heranzog und dicht neben Adoniel Platz nahm, neigte er für einen Augenblick den Kopf und das Kerzenlicht wurde von einem ansonsten kahlen Schädel reflektiert. Routiniert legte der Mann, der ein schlichtes weißes Leinengewand raphaelitischer Machart trug, dem Gabrieliten eine altersfleckige Hand auf die Stirn und die andere in den Nacken, um seine Körpertemperatur abzuschätzen. Keine Miene regte sich in seinem faltigen Gesicht, mit dem schmalen Mund, den ein grauer Bart umgab. Er sagte nur, so weit, so gut, und nickte vor sich hin. Ehe Adoniel auch nur eine einzige der zahlreichen Fragen stellen konnte, die ihm auf der Zunge brannten, öffnete sich die Tür des Krankenzimmers, in dem er sich befand, und ein Knabe in michaelitischer Novizentracht steckte den Kopf hinein. »Der ehrwürdige Abt lässt euch ausrichten, dass er jetzt Zeit hätte, mit euch zu sprechen, Eminenz«, sagte er ehrerbietig und ohne den älteren Herrn am Krankenlager richtig anzusehen. »Ich komme«, sagte dieser würdevoll und erhob sich. »Nach dir sehe ich später nochmal, tapferer Gabrielit«, setzte er hinzu. Dann nahm er zu Adoniels maßlosem Erstaunen von einem weiteren Schemel, dem der Engel bisher nicht aufgefallen war, Kopfputz und Ornat eines Kardinals und legte die beiden purpurnen Kleidungsstücke an. Ohne ein weiteres Wort folgte er dann dem Novizen nach draußen, gestützt auf einen handgeschnitzten Stab, der mit Abbildern von richtenden und strafenden Himmelsboten verziert war. Noch bevor sich die Tür hinter ihm richtig schließen konnte, huschte Rahel in den Raum und glitt auf den Schemel, auf dem bis eben noch der freundliche ältere Mann gesessen hatte. Sie nahm Adoniels Hand und fragte halblaut, »Wie geht es dir?« Offenbar war sie ohne ausdrückliche Erlaubnis gekommen.
Ich glaube, gut, soweit ich das beurteilen kann. Dann runzelte er die Stirn. Wer war das eben? Das war Kardinal Ios von Clermont. Er hat dir das Leben gerettet. Wenige Minuten später erreichte der raphaelitische Würdenträger, geführt von dem Novizen, das Audienzzimmer des Abt. Ein Michaelistempler stand Wache davor. Als er den würdevoll wirkenden älteren Herrn näher kommen sah, wies er auf den Stab und sagte: »Den müsst ihr hier leider bei mir lassen, Eminenz.« »Das werde ich nicht tun«, sagte der Kardinal ruhig und stützte sich, wie um seine Worte zu betonen, etwas schwerer auf die hölzerne Gehhilfe. »Verzeiht, aber ich habe den strikten Befehl von Ab Brindisi selbst, niemandem etwas in diesen Raum mitnehmen zu lassen, das als Waffe verwendbar wäre.« »Für mich wird er eine Ausnahme machen«, entgegnete Ios von Clermont kühl, stieß die Tür auf und betrat das Audienzzimmer. Er wusste natürlich, dass der Templer niemals Hand an ihn gelegt hätte. Und dennoch war seine Machtdemonstration ein gewagtes Spiel gewesen. Als er den Raum betrat, sah Vermont Brindisi, der gerade in die Betrachtung einer kostbaren Marmorstatue des Erzengels Michael versunken gewesen war, auf. »Ah, Kardinal«, begrüßte er seinen Gast und kam ihm entgegen. »Ehrwürdiger Vater«, erwiderte der Kardinal förmlich und verneigte sich, statt die dargebotene Hand zu schütteln, obgleich sein Gegenüber einige Jahre jünger war als er. Brindisi ließ sich seine Verblüffung nicht anmerken und sagte nur: »Nehmt Platz. Worüber wollt ihr mit mir reden?« Bei diesen Worten ließ er selbst sich auf einem vergleichsweise unbequemen, ledergepolsterten, hölzernen Schreibtischstuhl nieder, der ihn schon lange begleitete und den er Liebe gewonnen hatte. Ios von Clermont entschied sich für einen gepolsterten Divan. »Nun, über die Prüfer natürlich ab. Ich brauche eure Unterstützung, um unseren Einfluss nicht nur im eigenen Orden, sondern in der gesamten angelitischen Kirche so weit auszubauen, wie diese große Idee es verdient. Der Herr allein kann ermessen, wie satt ich es habe, dass die einzige Fraktion der Raphaeliten, die eine angemessene Antwort auf die veränderten Gegebenheiten Europas zu geben hat, ein Schattendasein führen muss.« Brindisi erschrak über den Hass, den er in den Worten seines Gegenübers spürte. Der Kardinal fuhr fort: »Die Raphaeliten müssen sich verändern, sonst werden wir untergehen, wie unsere Brüder in Trondheim.« »Veränderung fordert ihr nun schon fast 30 Jahre, Kardinal. Schon als Monarch, so hörte ich, eilte euch der Ruf eines Eiferers voraus. Und ihr werdet doch sicher nicht behaupten, die Raguiliten seien ein Opfer ihrer mangelnden Anpassungsfähigkeit geworden. Ich habe im Vorfeld dieses Gesprächs Erkundigungen eingezogen, wer ihr seid und was ihr wollt, Ios von Clermont. Und mir ist zu Ohren gekommen, ihr würdet immer radikaler in euren Ansichten, je älter ihr werdet, und unter eurem Tun müssten zunehmend Unschuldige leiden.« »Manchmal muss man als Medikus eben durch gesundes Fleisch schneiden, um einen Tumor entfernen zu können«, versetzte der Kardinal bitter. »Seht ihr es denn nicht, Ehrwürdiger Ab? Ich stamme aus Raphaelsland. Zahllose Gläubige sterben dort im Kampf gegen die Ketzer, werden verwundet und wieder zusammengeflickt, und gerade eben komme ich von eurer eigenen Krankenstation, wo ich nach einem Engel gesehen habe, den wir beinahe verloren hätten, weil die Raphaeliten seiner Schar schon durch die Heilung der ebenfalls verletzten Ureliten zu geschwächt war, um ihn zu retten.« Plötzlich loderte ein Feuer in den Augen des Mannes, der trotz seiner sicher 60 Jahren noch ungeheuer gut mit seiner Wut umgehen und sich von ihr stärken lassen konnte, wie der Abt nun sah. »Das ist sicher bedenklich, aber der Vorfall ist mir bekannt, und ihr wisst so gut wie ich, dass wir Engel entsenden konnten, die das Schlimmste verhinderten. Worauf wollt ihr also hinaus, Kardinal?«
Sicher, er konnte gerettet werden. Aber nur, weil er kaum eine Wegstunde von Roma entfernt verletzt wurde. Das ist aber kaum die Regel. Im Normalfall geschehen solche unschönen Dinge irgendwo fernab der Zivilisation, auf dem Schlachtfeld, entgegnete Ios von Clermo hitzig. So war es jedenfalls in den Ketzerkriegen. Ab. Als ich in den raphaelitischen Feldlazaretten Dienst getan habe. Ich war damals noch ein einfacher Monarch, hatte eben erst meine Ausbildung beendet und wollte nun vor allem eins, den Menschen helfen. Man rief mich damals auch noch nicht Ios. Doch das tut nichts zur Sache. Je länger der Krieg dauerte, desto mehr trauerte ich um das geschundene Land, die Menschen und die Engel. Wann wart ihr zuletzt im Feld und habt einen raphaelitischen Engel weinen sehen, weil er am Ende seiner Kräfte war, aber um ihm herum die Templer seiner Schar, Geschwister und natürlich die Menschen elendlich verreckten? Mäßigt euch, Kardinalen, ihr vergesst euch. Aber Ios von Clermo war nicht zu bremsen. Ich vergesse mich? Nein, ab. Ich erinnere mich zu gut, das ist das Problem. Ich erinnere mich der Lektion, die mich dieser Lazaretteinsatz gelehrt hat. Hass. Eines Tages stand ich da, im Morgengrauen, blutbesudelt von den Notoperationen der Nacht und sah der Morgendämmerung zu, die über den Horizont kroch, so langsam, als hätte auch sie es satt, einen weiteren Tag zu beginnen, an dem alles so sein würde wie am vorherigen. Und da gewährte mir der Herr ein Einsehen. Ich wusste, ich durfte nicht auf Veränderungen warten. Ich musste sie selbst herbeiführen. Wollt ihr mir sagen, der Herr habe euch so hart und bitter gemacht? Wollt ihr mir sagen, er habe euch hassen gelernt? Vermont Bredinsky war zugleich fasziniert und abgestoßen von seinem Gegenüber, einem verstockten Fanatiker, der andererseits nur das Beste zu wollen schien. Ihr formuliert polemisch, ehrwürdiger ab, versetzte der Kardinal ihn nun wieder einem gemäßigteren Tonfall. Das zeigt, dass ihr verunsichert seid. Aber wie dem auch sei, ich begann zu verbreiten, was ich dachte. Und bald zogen meine Predigten andere an, die wie ich den weichen Kurs satt hatten, den unser Orden einschlug. In einer Welt, in der Krieg herrscht, haben Verständnis, Nachsicht und Sinnesfreude ihr Recht verloren. Und mit dieser Meinung stand ich nicht allein. Mit jedem Tag wuchs die Zahl der Raphaeliten, die das entlegene raphaelisländische Kloster strömten, in das ich mich nach Kriegsende zurückgezogen hatte. Überhaupt, Kriegsende. Die Ketzeraufstände mochten niedergeschlagen sein, aber solange der Herr der Fliegen Gottes Schöpfung bedroht, ist der Kampf der angelitischen Kirche nie vorbei. Vorsichtig warf ab Bredinsi ein, aber hat der Herr euren Orden nicht zuvörderst zu Heilern berufen? Lauft ihr nicht Gefahr, eurer göttlichen Bestimmung zuwiderzuhandeln, euch als mithin schwer zu versündigen? Unsinn! Wäre dem so, hätten dann so viele gefordert, ich solle der Abt des Himmels zu Grazianopel werden? Doch im Gegensatz zu vielen meiner Brüder und Schwestern ging es mir nie um hohe Ämter, die letztlich nur ein weiches Kissen sind. Gegen eure Weihe zum Kardinal habt ihr euch aber nicht gewehrt, stichelte der Michaelit, sichtlich getroffen von der Beleidigung Ios von Clermos. Natürlich nicht, erwiderte dieser indigniert. Durch dieses Amt war ich plötzlich in der Position, eine Stätte des unverfälschten Glaubens auf den Trümmern einer ehemaligen Ketzerstadt zu erbauen. Eine junge, gottgefällige Stadt mit neuen, gottgefälligen Bewohnern. So entstand das heute Clermo. Das ja in vielen Dingen nicht unumstritten ist, Kardinal, unterbrach Bredinsi unbeirrt den Redefluss des Raphaeliten. Und seien wir einmal ehrlich, euer weiterer Werdegang ist typisch für einen, den viele für einen Störenfried in den eigenen Reihen, manche gar für einen Nestbeschmutzer halten. Sicher, als ihr meinen Amtsbruder Miroslav ausreichend auf die Nerven gegangen wart, dass er euch zur Kenntnis nehmen musste, ernannte er euch zum Kardinal der Isles. Doch euch ist ebenso klar wie mir, dass er euch damit gewissermaßen aus dem Weg befördert hat. Ein überaus geschickter Schachzug. Ihr habt vollkommen recht, nickte Ios von Clermo sehr zur Überraschung des ab. Ich wurde exiliert. Doch es geht ja nicht um mich. Die Prüfer werden immer stärker, auch wenn ich nicht mehr im Herzland des Ordens weile und allein das zählt. Selbst Engel haben jetzt begonnen, sich uns anzuschließen. Ich beschwöre euch, ehrwürdiger Ab,
erkennt die Prüfer für die Seelen der Schar offiziell als den anderen Fraktionen der Raphaeliten gleichgestellte Gesprächspartner an und macht den heilenden Händen des Herrn den Weg frei in eine glorreiche Zukunft. Ihr seid ein einflussreicher Mann und euer Handeln hier in der ewigen Stadt hat Symbolkraft. Die anderen Orden würden es euch gleich tun, da bin ich mir sicher. Nun gut, seufzte Bredinzi, berichtet mir, was eure Prüfer ausmacht. Und ich will versuchen, euch ein unvoreingenommenes Ohr zu schenken. Ich muss dazu sagen, ich habe mich erkundigt, aber es drangen nur finstere Gerüchte an mein Ohr. Doch heute habe ich dafür nicht mehr genügend Zeit, Kardinal. Lasst uns das Gespräch morgen nach der Frühmesse fortsetzen. Ich möchte einen Ordensbruder und Freund hinzuziehen, dessen Rat mir in solchen Fragen sehr wichtig ist. Euer Wunsch ist mir Befehl, ehrwürdiger Abt, sagte der Prüferkardinal höflich und erhob sich von seinem Divan. Darf ich so kühn sein, zu fragen, um wen es sich handelt? Um Ud von Hatten, Ordinarius für Kirchenrecht an der Ramelitischen Akademie zu Tübingen in Gabrielsland und demnächst neuer Inquisitor im Namen des Erzengels Michael.